Minister иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер создал этот проект, чтобы создать международное общество молодых людей, которые говорят на одном языке и которые могут это использовать, чтобы вместе решить проблемы будущего. Отопление климата, вопрос энергетики, восстанавливаемые источники энергии – один, на наш взгляд, из самых актуальных, поэтому мы уже давно работаем в этом направлении, мы будем продолжать эту работу уже ближе к Экспо 2017 года про энергию будущего. И я очень рад и горжусь тем, что дети 7 и 62 школы будут нас сегодня показать, как мы можем вместе эти проблемы решить и спасти мир, ни больше, ни меньше. Ну, в этой неделе у нас есть что-то, мы можем праздновать, потому что вчера вы отметили 15-летний юбилей языкового центра здесь в Астане, немецкого языкового центра. И также у нас очень огромный юбилей в этой неделе, и поэтому у нас разные события здесь в Астане. Это 20-летний юбилей Института Гёте, который находится в Алматы. Но с завтрашнего дня Институт Гёте не только находится в Алматы, но также здесь в Астане, потому что завтра у нас открывается офис Института Гёте здесь в Астане. И я считаю, это просто великолепно. Поэтому давайте аплодируем насчет этого. Ну, дальше не будем говорить о завтрашнем дне, сейчас будем говорить о сегодняшнем вечере. Поэтому мы сегодня собрались, потому что сейчас две школы выступают мюзикл здесь о защите климата. Это очень важная тема, кстати. Мне очень приятно, что у нас здесь в Астане есть 4 школы, все эти партнерские школы, и вообще здесь в Казахстане в общем 16, но из этих 16 находится здесь именно в Астане 4. И из этих 4 сейчас 2, значит, школа номер 7 и школа номер 67, они нам готовили вот этот спектакль, они приготовили его, и они сейчас будут его выступать. Я его сам еще не видел, я привез своего сына, он сидит тут в первом ряде, и я думаю, что он так же ждет спектакль, как и я, поэтому больше не буду говорить. Я желаю нам всем приятный вечер. Schon wieder. Oh, keinen Augenblick, kann man die Asen, Augen lassen. Schon sind sie wieder verschwunden, Ampere, wat? Wat ist denn? Ich bin doch schon unterwegs. Ich bin gleich bei dir, Monvolt. Oh, wat, Ampere, Beallung? Oh, lala, ich kann die schon sehen, Monvolt. Oh, hoppala, wat? Jetzt bin ich fast gestolpert, nur weil der wollten schon wieder antreiben. Oh, mit den beiden ist es wirklich nicht einfach. Bis die mal unter Strom stehen, das dauert immer. Und ich kann sie antreiben. Los, los, los! So, da bin ich. Was schreist du denn so? Immerhin muss ich den riesengroßen Sandstreuer schleppen. Das war deine Idee. Ha, den Menschen Sand in die Augen streuen, damit die nicht so schnell checken, was wir machen. Cool, wat, cool, yeah. So, ich bin auch da. Bonjour, bonjour, was liegt getan? Oh, das würde aber auch endlich mal Zeit. Da ist ja jeder Dynamo schneller als ihr beide zusammen. Was schätzt uns denn das Klima? Und Strompreisen geht's prima. Wir werden noch nicht kalt, da die heißen Ampere, Volt und Watt. Wir sind die Strompresser, wir sind die Strompresser. Überall sind wir da, Tag und Nacht unterwegs. Wir fressen Strom, 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 Strom. Und keinen Kirsch. Schauen. Oh, was ist denn das? Oh, die ist aber groß, mon ami. Mund halten. Ich rede, ich habe mit dem Boss telefoniert. Oh, lala, der Boss. Ja,
der Boss und er ist ganz schön sauer auf uns. Wir sind nicht mehr das Spitzenstromfresser-Team. Die anderen sind uns ganz auf den Fersen. Der Boss will, dass wir die Besten sind. Er will, dass wir mächtig Gas geben. Was? Die anderen sind uns ganz umgeblenken voraus. Krass, ja. Der Boss will aber, dass wir die Besten sind. Er will, dass wir mächtig Strom geben. Und was heißt das genau? Das heißt fressen, fressen, fressen. Freiwillige Nachschicht und noch mehr Strom anschalten. Der Boss will mehr Kohle schöpfen und wir müssen für höheren Stromverbrauch sorgen. Und das geht hier mit. Was ist denn das? Eine super Fernbedienungskanone. Oh lala, eine super Fernbedienungskanone. Eine Fernbedienungskanone, mehr dir das gefälligst. Oh, wie geht's dir denn? Darf ich auch mal? Finger weg. Und das sag ich dir nur einmal. Ich bin der Chef von uns, ist doch klar, oder? Ja, oder. Seht ihr das Bürohaus da drüben? 27 Etagen. Ist ja groß genug und nicht zu übersehen. Oh, genau hingucken. Ich fange oben an. Oh lala, da geht er überall das Licht an. Jetzt arbeiten die auch schon nachts, oh lala. Das war ich. Genug Quatsch. Wir müssen los. Jungs, lasst uns Strom fressen. Der Boss soll stolz auf uns sein. Ey, warte, vergiss es anstreuen nicht. Ah. Oh, super, was? Du hast ja daran gedacht, wie man so fühlt. Ja, warte, warte. Im ganzen Land, 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 wir streuen Sand, Sand, Sand im ganzen Land. Yeah! Wir streuen Sand in die Augen, lass dich nicht sehen. Nicht check, nicht kapier, was hier passiert. Nicht check, nicht kapier, was hier passiert. Wir sind so cool, oh ja, wir sind so cool. Im ganzen Land, 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 wir streuen Sand, Sand, Sand im ganzen Land. Wir streuen Sand, Sand, Sand im ganzen Land, Land, Land. Wir streuen Sand, Sand, Sand im ganzen Land. Yeah! Wir streuen Sand in die Augen, dass sie sie sehen. Nicht mehr, nicht schneit, nicht raff, was hier passiert. Nicht mehr, nicht schneit, nicht raff, was hier passiert. Wir sind so cool, oh ja, wir sind so cool. Super Abend. Mama und Papa nicht da. Die sollten vielleicht ins Kino gehen. Schalt mal um. Nur wenn du mir die Chips gibst. Okay, tausch Chips gegen Salzstange. Okay. Chill out with me. Chill out with Chips. Mensch, bin ich auf einmal müde. Ich auch von jetzt gleich komisch. Ich geh ins Bett. Mit Zähne putzen. Spinnst du, da schalfe ich doch vor dem Waschbecken ein. Das mach ich morgen früh. Ich auch nur noch ins Bett. Komm, wir gehen. Gute Nacht. Gute Nacht. Oh lala, das sieht aber gut aus. seht ihr, super, Festtagsbeleuchtung, Licht an, wer soll keiner da, alles prima. Los Männer, in diese Straßen machen wir weiter. Ey, warte, hör auf zu Chips zu fressen, friss lieber Strom. Aber das ist typisch, pünktlich war der noch.
noch nie. Dabei haben wir uns verabredet. Genau hier. Na gut, dann mache ich eben ein Pipi. Ich habe nämlich Hunger und da ist ein Pipi, ein Picknickdecke. Genau das Richtige. Oh, ein Pipi, oh, ein Pipi. Mmm, lecker und eine Flasche frisches Eiswasser. Mmm, guten Appetit. So, ich glaube, ich muss mal vor kleine Pinguin. Also, Pipi. Oh, das ist ja sowas von warm. Puh, diese Hitze hier, das ist ja kaum zu ertragen. Hoppala, was ist das denn? Oh, etwas zu essen, das ist ja toll. Fisch und Eiswasser, meine Lieblingsspeise. Oh, Lothar, mein Freund. Oh, Dr. Pink, mein Freund. Es ist gut, einen Freund zu haben, einen so wie dich. Es ist gut, einen Freund zu haben, einen so wie dich. Es ist gut, du bist ein Glück für mich. Es ist gut, du bist ein Glück für mich. Du bist ein Stern in meinem Herzen. Ich bin froh, dass es dich gibt. Der Sonnenstrahl in meinem Leben, der durch wohl alle Wolken schiebt. Es ist gut, einen Freund zu haben, einen so wie dich. Es ist gut, einen Freund zu haben, einen so wie dich. Es ist gut, du bist ein Glück für mich. Es ist gut, du bist ein Glück für mich. Es ist toll, dich endlich wieder zu sehen. Ich freue mich auch riesig. Es ist schon so lange her. Unser letztes Treffen. Wie geht es denn so am Südpol? Du weißt ja, es wird immer wärmer auf der Erde auch bei uns. Ja, ja, es wird auch bei uns am Nordpol. Ich glaube, die Erde hat Fieber und die auch. Fühl mal. Nein, nein, du hast kein Fieber. Winter sind keine richtigen Winter mehr. Und die Sommer auch nicht. Alles durcheinander. Und die Luft wird immer schlechter. Ja, ja, die Luft wird immer schlechter. Wir müssen etwas tun. Aber was? Wir müssen den Menschen erklären, dass es so nicht weitergeht. Wir müssen ihnen sagen, dass die Verschwendung aufhören muss. Meinst du, Dr. Pink, die Menschen hören auf uns? Wir müssen es versuchen. Also, ich brauche doch nicht viel. Ein bisschen Fisch und frisches Wasser. Meine Augenbrauen und natürlich meine Eisscholle. Ja, aber sie wird immer kleiner. Fieber, doch die Erde, die ist krank und meine olle Scholle, die ist ganz schön schlank. Komme, was da wolle, ich brauche meine Scholle, ich brauche nicht viel mehr. Nur meine Scholle, die brauch ich sehr. Doch die Erde, die hat Fieber, doch die Erde, die ist krank und meine olle Scholle, die ist ganz schön schlank. Aufbrechen. Dann müssen wir Herrn Pink auffüttern. Ja, das machen wir.
Wir müssen etwas tun. Ja, wir müssen etwas tun. Die Erde wird immer wärmer. Ja, ja, immer wärmer. Und die Eisscholle immer kleiner. Au, weiß, gar nicht gut. Nein, 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 nein. Wir müssen etwas tun. Da hast du vollkommen recht, Dr. Pink. Wir müssen etwas tun. Ja. Was ist denn hier los? Keiner da und alles ist an. Das haben wir gerne, tolle Eltern. Ah! Was ist denn los? Paul, guten Morgen. Guten Morgen. Was schreist du denn so? Was passiert? Ach, nicht. Mama und Papa sind schon weg. Schulbrote sind fertig. Was willst du frühstücken? Kornflakes und Milch. Gib mir die Milch aus dem Kühlschrank. Milch? Zu viel Milch ist gar nicht gesund. Was? Heute gibt es Tee, Tee. Ja, Tee ist viel gesünder. Kornflakes und Tee? Spinnst du? Da stehst du vor dem Kühlschrank. Gib mir die Milch. Nein, deine Milch ist da. Milch ist weg. Einfach weg. Das glaubst du wohl selber nicht. Geh mal zur Seite. Ich glaube, er hat geklingelt. Ja, ich habe gehört. Na, wie wär's, wenn du mal aufmachst? Ha, spinnst du. Du stehst ein Pin. Jetzt tickt sie wohl durch. Ha! Paul, was ist denn? Paul, hier stehst ein Pinguin vor dem Tür. Was, noch ein Tier? Wieso noch ein Tier? Guten Tag, Entschuldigung, ist mein Freund Lothar hier? Ein sprechender Pinguin. Na, das ist doch nicht Ungewöhnliches. Also, ich suche meinen Freund Lothar, den Eisbären. Wir haben uns heute Nacht verloren. Ach, Entschuldigung, mein Name ist Pink, Professor Dr. Pink. Schon, ich bin Paula, nur einfach Paula, ohne Doktor. Und ich bin Paul, Superman Paul. Hab er ihn gesehen? Ich glaube, er ist im Kühlschrank. Hab's doch gewusst. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Könnt ihr die Tür bitte wieder schließen? Hier ist nämlich so schön kalt. Lothar, du kommst so voraus. Das ist ein Kühlschrank, keine und Eisbärenzimmer. Wieso warst du plötzlich verschwunden? Ich habe mir Sorgen gemacht. Na gut, ich komme ja schon. Du brauchst dir aber keine Sorgen machen. Ich bin doch schon groß. Kühlschrank ist es wunderbar, so wunderbar schon kalt. Da fühlt sich jeder Eisbär wohl, egal ob jung ob alt. Da fühlt sich jeder Eisbär wie am Nordpol pulde wohl. Im Kühlschrank zwischen guter Milch und Blumenkohl. Vanille-Eis mit Schokolade, dafür ist noch Platz. Wer mir das besorgen kann und ist ein großer Schatz. Im Kühlschrank ist es wunderbar, so wunderbar schon kalt. Da fühlt sich jeder Eisbär wohl, egal ob jung, ob alt. Da fühlt sich jeder Eisbär wie am Nordpol Bude wohl. Im Kühlschrank zwischen Bude, Milch und Blumenkohl. Was mach ich hier? Was wollt ihr hier bei uns? Wo kommt ihr hier? Wir müssen nämlich gleich zur Schule. Wollt ihr mit uns frühstücken? Oh ja, Fisch und Eiswasser. Also, ich bin Dr. Pink und das ist mein Freund der Eisbär Lothar. Ja, ich bin Lothar und das ist mein Freund, der Pinguin Dr. Pink. Wir sind hierhin gekommen und haben Picknick gemacht mit Fisch und Eiswasser. Wir sind hierhin gekommen, weil die Erde immer wärmer wird. Ja, richtig. Und die Luft wird immer schlechter. Und meine Eisscholle wird immer kleiner. Wir müssen mit den Menschen reden. Die Erde hat Fieber. Die Erde ist krank. Und die Kühlschrank ist offen. Lothar, dein Kühlschrank ist offen. Okay, okay, ich alles zu. Ach, schon so spät. Ich muss meinen Tonno holen. Tonno? Das ist ein Fisch? Nein, meinen Schultronister. Ach so. Wollt ihr mitkommen? Dann zeige ich euch mein Zimmer. Oh ja, na gut. Schon wieder alles aus. So kriegen wir niemals
ich auch nicht, mon ami. Oh, los, alles ist daran schalten. Aber diesmal machen wir das zusammen. Ich bin doch nicht blöd. Oh, was, Sandstreuen, dann merken sie nichts. Ah. Oh, lala, da drüben das Haus ist schon alles wieder raus. Nee, nee. Oh. Ampere, nee, keine nee. Problem, Ampere. Hm. Deine Suppe an, Schallkanone geht, das ist richtig flott, oh la la! Was ist denn das? Alle Lichter schon wieder an. Der Letzte macht das Licht aus. Jawohl, die Letzte und das warst jawohl du. Stimmt ja gar nicht. Aber wo Lekane, ich bin zuerst rausgegangen. Ich wär's aber nicht mehr, dir das gefälligst. Und die Kaffeemaschine? Das war aber nicht, aber du hast die Milch aus dem Kühlschrank gekauft. Ha, ich hab wieder zugemacht. Das darf doch nicht wahr sein. Aha, aha, aha. Puh, ist es warm hier? Ich gehe zurück in den Kühlschrank. Lothar, du bleibst hier. Wisst ihr was? Ich glaube, das waren die Stromfresser. Ganz sicher, da haben wir den Salat. Wer? Stromfresser. Kennt ihr sie denn nicht? Nein. Die gierigen Stromfresser. Dr. Pink, wie heißen sie nochmal? Volt, Watt und Ampere und sind auf der ganzen Welt unterwegs. Tausende von Stromfresser-Temps. Und sie sind schuld, dass die Erde Fieber hat. Wie bitte? Ich verstehe nur Stromfresser. Jawohl, Stromfresser. Moment, ich habe mein Universal-Lexikon mit Professor Dr. Pinks. Großes Universal-Lexikon. Steht es. Stromfresser fressen mehr Strom, als man braucht. Man findet sie alten Kühlschranken und Gefrierschranken und in sogenannten Standby-Schaltungen. Also, dann müssen wir alles ausschalten. Alles vergeht, alles zusammen. Die Erde ist ein kleines Dorf. Alles vergeht, allen zusammen. Die Erde ist ein kleines Dorf. Der Nordpol liegt neben Afrika. Die Stunden sind sie überall, doch die Sonne sind schon da. Der Nordpol liegt fast neben Afrika. Alles kommt mit alles zusammen. Die Erde ist ein kleines Dorf. Alles fängt mit allem zusammen. Die Erde ist ein kleines Dorf. Der Südpol liegt fast neben Wuppertal. Die Stromfresser sind immer Schatz, ja, wo was von egal. Der Südpol liegt fast neben Wuppertal. Mit allem zusammen. Die Erde ist ein kleines Dorf. Alles kommt mit allem zusammen. Die Erde ist ein kleines Dorf. Meint ihr, das reicht, wenn wir alles ausschalten? Ich glaube, so wird unsere Erde nicht wieder gesund. Ja, so schaffen wir das bestimmt nicht. Nicht heute und nicht morgen. Genau. Ich glaube, ich mache jetzt erst mal ein Schläfchen. Lothar, ein Schläfchen ist okay, aber nicht im Kühlschrank. Hier ist ein weißes Decke, das ich wieder ein als Scholle. Leg dich schon mal da drauf. Bloß nicht, mir ist schon warm genug. Ich schwitze ja wie drei Bären. Okay, okay. Ach, du grüne Neune, Paul, wir müssen zur Schule. Mist. Dann müsst ihr euch eben ein Ausrede, ein Vater lassen. Na super, dann sagen wir, haben einen Eisbär und einen Pinguin getroffen deswegen. Na Klaas. Los, uns wird schon was einfallen. Okay, aber unseren Freude sagen wir Bescheid, die Helfer und bestimmt und geh Stromfässer jag. Versprochen. Tschüss. 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 Dr. Pink, das ist alles so aufregend. Ich kann gerade einschlafen. Singst du mir ein kleines Schlaflied vor?
ein Schlaflied? Ja, bitte. Na gut. Ein Schäfchen wie ein Schäfchen, das hab ich mir verdient. Die Füße hoch, die Hände auf dem Bauch. Ich ruh mich aus, komm, mach du das auch. Ich wünsch uns alle gute Ruhe und denkt mit ner Wolke zu. Gute Nacht. Nacht. Oh la la, hier ist schon wieder alles aus. Nee, nee. Ich höre was, Amber. Ich höre was. Das sind Schnarrsäcke. Oh la la, ich höre Schnarrsäcke. Oh, Backe. Oh, ein Eisbär und ein Pinguin. Ich rufe sofort den Zoo an. Oh, du rufst jetzt einen an. Du spinnst wohl. Die beiden, die Kinder an Stifter. Kinder an Spitze? Oh, Kinder an Stifter, mein Gott, bist du blöde. Warten, denn ich streue ich Sand in die Augen. Oh nein, nein, warte. Das hilft bei Tieren nicht. Oh, ich hab es nur mit Deppen zu tun. Oh lala, dann sperren wir sie in den Kühlschrank. Ampere. Nein, Ampere. Willst du denn auch noch eine Freude machen? Der eine, das ist Professor Dr. Pink, eine Oberklugscheißer. Der andere ist Lotta, der Eisbär vom Nordpol. Oh, Nordpolizei, ich bin weg. Halt, ihr Lieben, los, wir fesseln die beiden mit Stromkabeln binden. Und wenn sie sich wehren, gibt es was auf die Nase. Oh, auf die Nase. Oh, halt ihn zurück. Fesseln, sag ich. Vorsichtig und leise. Du den Eisbär, ich den Pinguin. Oh lala, und ich schalte alles wieder an. Knips. Knips. Schnell, ich habe nur schnell die Kaffeemaschine eingeschaltet. Die hat Ampere vergessen. Oh, prima, prima. Wir müssen weiter. Was ist denn hier los? Das ganze Licht ist schon wieder an. Waren wir das etwa? Wow, das können nur die Stromfässer gewesen sein. Echt? Oh, guck mal, Lothar und Dr. Pink gefesselt. Komm schnell, wir müssen sie losmachen. Oh, danke, danke. Ihr seid wirkliche Freunde. Danke, danke. Was war denn los? Das waren die gierigen Stromfässer. Die kriegen Hals nicht voll. Genau. Denen müssen wir das Handwerk legen. Und zwar sofort. Ja. Aber wie? Aber wie, 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 aber wie. Hört mal, ich hab da einen Plan. Los, erzähl. Also, mein Plan geht so. Wir machen jetzt wieder alles aus. Und ein Versteck hier im Zimmer. Oh ja, ich im Kühlschrank. Nein, 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 nein. Psst. Nur Paul und Paula verstecken sich. Wir legen uns so hin, als ob gefesselt wären. Das wär gar nicht schon mit den Fesseln. Wir tun nur so, als ob gefesselt sind. Aber schon war's trotzdem nicht. Lothar, wenn die Stromfresser sehen, dass alles wieder aus ist, kommen die garantiert zurück und wollen es wieder anmachen. Super! Super! Und dann? Und dann? Und dann? Und dann kommen Paul und Paula aus ihrem Versteck. Aber wie, 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 aber wie. Denke, ich glaube, ich weiß schon wie. Komm, meine Freunde, hier in meinem Universal Lexikon.
mit Professor Dr. Pinks. Ja, da steht es nämlich schwarz auf weiß. Stromfresser haben ein Ausschalten. Das heißt, Stromfresser kann man ausschalten. Das ist es. Super! Aber wie? Aber wie? Aber wie? Das steht hier nicht. Also meinst du, ausschalten so ein Knopf? Ja, den kann man dann an- und ausschalten. Und meinst du, ist der hinten? Also, dann, möge der Plan gelingen. Möge der Plan gelingen. Schon wieder alles aus. Oh, amigo, amigo, keine Probleme, keine Probleme. Oh la la, dann mach ich alles wieder an. Oh, okay. Nein, nein, nein. Mm-mm. Männer, hier stimmt was nicht. Die Lage vorhin ganz anders. Der Eisberg auf dem Sofa. Ja, Sofa. Und Birgen im Sessel. Ja, Sessel, ja. Mhm. Und jetzt? Eisberg, Sessel. Was? Und Birgen und Sofa. Was? Sofa? Sofa? Aha, ja. Männer, hier steht was nicht. Attacke! Stand by, goodbye, ich schalte dich jetzt ab. Stand by, goodbye, ich schalte dich jetzt ab. Stand by, goodbye, sonst mag das Klima schlapp. Das Ding ist aus und doch noch an. Was ich aber ändern kann. Das Ding ist aus und an. Was ich aber ändern kann. Stand by, goodbye, ich schalte dich jetzt ab. Stand by, goodbye, sonst mag das Klima schlapp. Schaut mal, der hat eine Liste verloren. Ach, darf ich mal sehen? Oh, das darf doch nicht wahr sein. Das ist die Liste aller Stromfresser-Temps. Hier ist der ganz genau drauf, welches die gierigsten Stromfresser sind. Die sind auf der ganzen Welt unterwegs und ganz schon viele. Zeig mal! Was? So viele sind das? Au weh, das schaffen wir nicht. Oh nein, das schaffen wir nicht. Das ist nicht einfach. Doch, wir haben doch unsere Schulfreunde Bescheid gesagt. Ja, die müssen gleich hier sein. Ich guck mal. Warte, ich komme mit. Dr. Pink, Paul und Paula sind wirkliche Freunde. Ja, aber davon brauchen wir noch viel mehr. Das sind unsere Freunde. Es sind aber viele. Das ist ja toll. Ihr seid alle unsere Freunde. Ja. Ja. Wir helfen euch, bis wir alles ausgeschaltet haben. Im ganzen Land und auf der ganzen Erde. Der Erde geht schlecht. Ihr habt ja so recht. So kann's nicht weitergehen. Es muss etwas geschehen. Der Klima geht ins Mies. Das Wind ganz schön fies. Hört mir mal alle zu. Ja, du und du und du. Zusammen sieben Strand. Wir mutig und schlau, wir sind kleine Helden, wir schaffen das genau. Zusammen sind wir Strand, wir mutig und schlau, wir sind kleine Helden, wir schaffen das genau. Denn die Erde gibt's nur einmal, denn die Erde gibt's nur einmal, denn die Erde. Wir müssen und schlau, wir sind kleine Helden, wir schaffen das genau. Zusammen sind wir dran, wir müssen und schlau, wir sind kleine Helden, wir schaffen das genau.
Schaltet das Klima, dann schaltet alles aus. Das ist prima für das Klima, dann schaltet alles aus. Klima, es schaltet alles aus. Das ist prima für das Klima. Es schaltet alles aus. Das ist prima für das Klima. Es schaltet alles aus. Lexikon mit Professor Dr. Pinks, großes Universal-Lexikon, steht es. Also, pss auf. Strom brauchen wir, aber keine Stromfresser. Und nicht noch die Kraftwerke, die die Luft verpesten. Und keine stickenden Autos. Und. Wir müssen etwas erden, damit die Erde nicht noch wärmer wird. Ja, bitte, nicht noch wärmer. Und wie soll das gehen? Ihr habt doch immer so gute Ideen. Ja, dafür gibt es eben mein Universal-Lexikon. Also, Moment. Es geht auch anders. Moment. Die erneuerbare Energien helfen und kein besseres Klima bekommen. Was? Erneuerbare Energien. Was ist denn das? Das ist ganz einfach. Sonne, Wasser, Wind. Also, Sonnenkollektoren. Und wie dreht er? Und Wasserkraftwerke. Am besten mit Fisch. Lottach, ohne Fisch. Sonne, Wasser, Wind, das weiß doch jedes Kind. Sonne, Wasser, Wind, das weiß doch jedes Kind. Das Klima retten, nutzen, das Klima zu beschützen. Sonne, Wasser, Wind, das weiß doch jedes Kind. Manchmal unversieht, tanzen sie. Sonne, Wasser, Wind, sind wunderschön. Nach Hause, auch meine Eisscholle und zu meiner Familie. Ja, ja, ich muss auch wieder los, weil uns am Südpol beginnt neunte Wintersemester. Da werde ich gebraucht, ich muss auch Vorlesungen halten. Der berühmte Professor Dr. Pink kann dann am ganzen Südpol erzählen, dass sie neue Freundinnen haben, die uns helfen, die Erde zu retten. Und du kannst es am Nordpol erzählen. Genau. Denn auch Paul und Paula können uns verlassen, die helfen uns. Und auch die Freunde von Paul und Paula, ihr euch auf uns verlassen. Ja, das versprochen wir euch. Ihr seid wunderbar, bei euch fühle ich mich wohl, wenn es nur nicht so warm wäre. Ich freue mich schon ganz doll auf meine Schule. Ihr seid Freunde der Erde, das ist toll. Also, Freunde der Erde? Ja! Tschüss. Tschüss.
Friends of the Earth. Wir sind Freunde der Erde. We are Friends of the Earth. Wir sind Freunde der Erde. We are Friends of the Earth. Damit es nicht Friends.